Tada! Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Nee, Moment. Ist nicht mein Kanal, oder? Natürlich nicht. Herzlich willkommen bei Santiago Ziesma. Ja, wir warten jetzt auf Santi und wir haben ganz, ganz viele Pakete bekommen. Die habt ihr ganz fleißig an meine Adresse geschickt. Und schaut mal, was wir hier alles haben. Ich finde es unglaublich. Es hat fast jeden Tag geklingelt an der Tür. Und jeden Tag kam fast eine neue Überraschung oder ein Brief. Und dann wird jetzt der Santiago die nachher alle nacheinander aufmachen. Ich bin schon ganz schön aufgeregt und hoffe, dass es bald losgeht. Und da sind unglaublich schöne Sachen. Ich weiß ja nicht, was drin ist, aber bemalt zum Beispiel. Und Sendung mit Liebe und ach, so süß. Also ich freue mich sehr. Und jetzt warten wir mal, dass Santiago gleich kommt. Santi! But don't get left behind on the road. Mann, das dauert. Ich ruf jetzt nochmal. Hallo, hallo. Santi! Ich hab's geschafft, sorry. Hab mich ein bisschen verspätet. Mann, ist das eine Überraschung. Da bist du ja. Wie begrüßen wir uns denn jetzt eigentlich? Komm, wir machen einfach so. Obwohl. Nein, das geht ja gar nicht. Aber ich hör mal, wir sind doch getestet. Stimmt. Ja. Und? Bist du positiv oder negativ? Besorgt von negativ, verdammt nochmal. Aber mit einer positiven Einstellung. Aber ja, Mann, komm, wir machen einmal so. Ja, was ist denn das, so viel Post Guck und Pakete? Guck dir das mal an, was deine Fans dir alles geschickt haben. Das ist alles für mich. Alles für dich. Oh, das und du darfst jetzt 10 Stunden lang auspacken. Das wird jetzt auch eine Weile dauern, habe ich das Gefühl. Ich werde für den Müll verantwortlich sein hier und werde dir assistieren. Ja. Damit du. Ja, bitte, weil sonst komme ich dann gar nicht durch. Das ist dein Werkzeug für heute. Und du darfst. Was, womit möchtest du beginnen? Mit den Briefen? Oder erst. Ich würde sagen, ein Paket, ein Brief vielleicht. Ja. Immer so im Wechsel. Okay. Womit möchtest du denn anfangen? Ich würde mal sagen, mit dem kleinsten Paket. Nein, das ist nicht das kleinste, aber das ist. Ein wunderschönes Paket aus Berg. Carmen. Aus Berg Carmen. Oh, Absender. Was ist das? Melikan. Ah, ich hoffe, dass das nicht der Nachname jetzt war. Jetzt gucken wir mal. Jetzt guck mal, wie der Welt ist. Aua, ja, aua, ja. Oh, das sieht gefährlich aus. Gefährlich. Geht ganz schwer. Geht ganz Ach so. Ah, ja, geht schwer aus. Verflixt und zugeklebt. Ah, also das kann ja noch ein bisschen dauern heute. Ach, guck mal, doch, nee, jetzt müssen wir hier doch mal so ein bisschen. Darf ich dir mal hier da helfen? Ja, bitte. Guck mal. Oh, oh ja, so geht das. So. Okay, mit einem ganz lieben Brief. Oh, extra groß geschrieben, damit du das lesen kannst. Aha. Ich hoffe mal, dass du irgendwo im Keller noch einen Videokassettenrekorder hast, den ich hier noch eine Videokassette von SpongeBob vom Kopf auffinden können. Kassette Nein. beinhaltet die ersten 4 Folgen der ersten Staffel. Kinder, das ist ja eine Rarität. Und das ist ja, das ist ja irre. Auf dem Schwarzmarkt ist das ja übrigens, richtig, was ich habe noch einen ollen Videorekorder. Wirklich? Weil ich glaube, es gibt ja gar keine mehr zu kaufen jetzt. Aber. Nein, guck dir das Volume an. Volume 1, genau. Ach Kinder, das ist ja echt eine Rarität. Ganz, ganz lieben Dank und ganz liebe Grüße. Und guck mal, wie gut die noch erhalten ist auch. Oh mein Gott. Ja. Das Toll. Ist, das ist, macht sich auch gut in deinem Regal, oder? Ja, kommt natürlich in die Sammlung. Mhm. Ganz herzlichen Dank und liebe Grüße zurück nach Berg Carmen. Wow. So. Gib mir mal den Ich dachte, ich mach dich hier erstmal aus dem Bild. Das machen wir dann da rein, oder? Nee, das kommen wir mal hier. Aber dann weißt du nicht, von wem das ist, weißt du? Ja, aber wenn ich das hier dazu habe oder mal. Okay. Gut, sonst packen wir das. Ich würde das machen. Aber dann brauchen wir nachher einen kleinen Lastwagen. Natürlich. Gut, dann kannst du das erstmal da parken. So, jetzt können wir einen Brief machen. So. Such dir einen aus. Pop. And the winner is. Yes. Das richtig? Oh, das Gianni? Ist Gianni. Ein gewisser Gianni-Absender. Jetzt gucken wir mal hier.
Oh, was ist denn da? Nein, guck mal, was da drin ist. Das sind hier für die Gitarren, oh, nicht so. Spielst du Gitarre? Ich habe mal, weil ich musste in einem Bühnenstück, in einer Rolle mal Gitarre spielen und da habe ich 6 Wochen geübt. Okay. Kinder, ich muss euch sagen, der Anfang war sehr schwer. Ja. Was ich gar nicht wusste, ein Gitarrenspieler hat Hornhaut hier an den Fingern. Ja, durch dieses ständige. Und das muss ich erst mal bilden. Das heißt, so die ersten 1-2 Wochen waren hart. Das hat so weh getan. Aber das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Hier sind noch viel mehr. Keine Ahnung, ob man das jetzt sehen kann. Oh, guck mal hier. Mit allen. Und guck mal hier. Guck mal. Noch mehr? Ja, hier ist auch noch Patrick, Mr. Krabs, Gary, die Schnecke. Und Thaddäus. Oh, mein Gott, das ist ja unglaublich. So, mit einem ganz lieben Brief. Lieber Santiago, und lieben Brief, ich will noch einmal Danke dafür sagen, in meiner Klasse. Du kannst natürlich auch mal mit dem... die Grußbotschaft an die Klasse. Ja, zum Abschluss der Schullaufbahn. Schiffweiler. Also, ganz liebe Grüße zurück und ein ganz herzliches Dankeschön an Gianni Gelari. Das und ist die ja Klasse. Unglaublich. Wir müssen Aber die gibt es ja nicht mehr, die hat ja aufgehört dann. Ne? Ich möchte gern, dass deine Fans das sehen können. Wie können wir denn das machen, dass sie das sehen können? Guck mal, ob Ja, eine ganz, ganz tolle also, Sache. Das finde ich richtig. Vielleicht ist das ja ein kleiner Ansporn, dass du vielleicht mal wieder Gitarre spielst. Ja, könnte sein. Oder Ukulele gucken. Oder so. Das wäre doch was. Ja, ich habe eine Ukulele, genau. Ich habe eine zu Hause, eine Ukulele. Dann müssen wir doch mal gucken. Na, gucken wir mal. Was ich noch so drauf habe. So, jetzt wieder ein Päckchen. Jetzt gibt es ein gelbes Päckchen, würde ich sagen. Guck mal, wir nehmen jetzt das. Ui. Oh ja, das ist von Angelique aus Köln. Aus Köln. Lieber Angelique aus Köln, so, jetzt mach das mal, ja. Hier, das ganze Plastik wegmachen wir. Okay, das ist natürlich... Na, warte mal, guck mal, verletz dich doch bloß nicht. Ich kann doch kein Blut sehen. Also ich kriege ja auch ganz viele Pakete immer jetzt. Und bin so ein bisschen, ich bin Profi. Hier. Profi im Paket aufmachen. Ja. Oh! Ach, Kinder, das ist ja unglaublich. Das ist schon mal klasse. Haha, da möchte erstmal jemand ein Autogramm haben. Oh. Machen wir natürlich. Guck mal. Das ist doch toll, ne? Ich bin bereit. Und hier auch nochmal. Ach, ist das süß. Guck mal, wie toll das gemacht ist. Mein Zuhause. Mit der Ananas. Ist ja großartig. Dann eine schöne Karte aus Köln. Süß. Eine kleine Aufmerksamkeit, die DVD ist für Santiago. Aha, und die DVD ist für Santiago, die Marienkäfer sollen euch bei Marcel, Santiago und Kara die kleine Überraschung mit dem kleinen Geschenk und Glück bringen. Also Kinder, guckt mal. Oh, das ist aber lieb. Einmal. Oh mein Gott, wie süß. Dankeschön. Das ist ja klasse. Vielen Dank. Und guckt euch das doch mal an. Nein, das gibt's ja nicht. Nein, ist das süß. Das ist ja niedlich. Mein Gott, ganz, so ganz liebevoll. Dank und liebe Grüße zurück nach Köln. Oh, ist das schön. Oh, hier ist noch was. Achso, das ist der Umschlag. Da schicken wir das zurück, ne? Genau. Da werden die Autogramme hier. Genau. Und schau mal die Briefmarken, wie lustig. Ach, das ist ja toll. Siehst du? Wieso steht hier Maria? Warte mal. Ja, das ist... Ach, das ist nicht für Angelique, sondern... Maria. Ach, das ist bestimmt... Aber auch nach Köln. Na, ist ja egal. Ja, das ist eine das steht bestimmt da drin. Bestimmt für die Freundin oder für die Schwester oder irgend für jemanden. Guck mal, siehst du, okay, deshalb möchte ich, dass wir das immer wieder da einpacken. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann sehen können. Ist aber immer in euer Feuer. Also nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön und ganz liebe Grüße zurück nach Köln, liebe Angelique. Und wir sagen auch ganz, ganz lieb Dankeschön. Ja, das ist natürlich eine tolle Idee. Vielen, vielen lieben Dank. Und ganz große Freude und die Autogrammpost geht zurück.
Das kommt nicht da rein. Das ist nein, ich habe nur meins. Okay. Dankeschön. So, so lieber Santi, jetzt würde ich sagen, nehmen wir mal einen großen. Nee, weißt du, was wir jetzt machen? Schau mal da. Nein. Ja. Das bin ich auch. Ein mega großes Paket. Oh, mein Gott, was ist das? Ja. Das ist ein. Kann man hier mal sagen, steht hier irgendwas von. From, kannst du das lesen? Warte mal. From. Oh. Yoursurprise.com. Ach so, da. Das ist dann. Aha. Das ist ein offizielles. Wobei, da müssen wir auch bei. Oh, wie geht denn das? Das ist professionell verklebt. Da guck mal, das. Oder guck mal, kannst du das hier oben? Ja. Geht wahrscheinlich schon. Wobei, ja, siehst du, die Hand brechen. Ich sag nicht. Arbeit. Jawohl. Den haben wir einmal. So, einmal bitte umdrehen. Ja, so. Aber sowas jawohl. Von, jawohl. Und. Oh. So. Jawohl. Da hat es schon. Oh. Ja. Oh, ich werde verrückt. So, warte mal, jetzt müsste es hier noch einmal, denke ich mal. Oh. Und jetzt kriegen wir was. Auch nicht, oder? Das ist ganz richtig. Das ist schon ja ganz schwer. Bah. Wünsch. Ah, guck mal. Ich glaube, wir müssen dem Hotel eine neue Schere kaufen. Na sag mal, das kann doch mal nicht wahr sein hier. Das ist ja eine dicke. Stunden später, guck dir das mal an. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Ja, guck mal, jetzt brechen wir das auf. Oh. Brech mir nicht die Rippen. Oh. Nein, das glaubt ihr ja nicht. Nein. Achtung. Da. Nein! Das ist doch eine süße Überraschung. Oh mein Gott. Oh, sag mal, ist da wirklich Schokolade drin? Viele, viele, viele weitere Jahre Freundschaft, deine Freunde. Deine Freunde? Nein, das seid ihr verrückt. Nein. Das sind die hier hinter der Kamera. Ehrlich? Ich wäre verrückt. Du? Nein. Guck mal, hier steht Cara. Ah! Nein, Caramello. Caramello. Ja, euer Künstlername, Caramello. Caramella. Caramello natürlich. Warte mal. Mella mit zieh mal. Warte mal. Hey, das ist ja unfassbar. Geht gar nicht raus. Verklebt. Ach, Kimmer. Aber geht das so raus? Hier, das kriegt man gar nicht raus, das ist festgekippt. Nee, warte mal, hier hinten ist was festgekippt. Nein, ich glaube, das müssen wir so lassen. Wir lassen das mal zu. Ja? Weil danke so ist schön. Das schön hier. Aber was hat das auf ja. sich? Ist da auch Schokolade drin? Aber, na, das glaubt doch. Guck mal, das ist doch. Das müssen wir aber jetzt zeigen. Das reparieren wir wieder. Ja, siehst du, weil das so schwer geht. Nein, das ist. Aua, doch, hier, guck, ich sehe was. I can see. Guck mal hier rein, guck mal hier. Ich kann mal was gucken. Boah, warte, ich mach Täfelchen. Das. Wo haben wir denn jetzt die Schere? Die ist jetzt gerade einmal hier runtergeplumpt. Kann man das so. Ha! Nein! Ich sehe was. Das sehe ist was. Ja... Also wir sehen jetzt ganz viel Schokolade hier drin. Es müsste aber eigentlich jetzt rausgehen. Oder? Das sind jetzt lauter einzelne Tafeln. Guck mal, ich ziehe ganz vorsichtig. Ja. Oh. So, was habe ich denn? Kinder, ich habe Caramello. Jetzt guck das mal an. Kann man das so sehen? Ja, wir müssen jetzt, glaube ich, mal das... Also, ihr Lieben, ganz herzliches Dankeschön. Mama, ich werde verrückt, ja. Eine süße Überraschung und eine süße Freude. Und süßen Dank zurück auf jeden Fall. Oh Mensch. Oh, ist das lieb. Ihr seid ja wirklich unglaublich. Ja. Hier sitzt ja eine hundertköpfige Crew hier hinter der Kamera. Naja. Also machen wir gleich. Ja, das gucken wir gleich. Ja, natürlich. So, jetzt müssen wir das ja wieder ordnungsgemäß hier einpacken. Aber können wir das erstmal nur... So, eben einfach erstmal so. Wir machen das gleich. Du willst ganz schnell die anderen Pakete auspacken, ne? Warte mal, Santi, wir geben dir erstmal was. Ja, damit der Geschäft zu lesen. So.
Aha. Mal gucken, wie oft hier noch was runterfällt. Das ist eine Post aus Petersen von Dylan Kotschak. Ja. Mama. Aha, ich denke, ein Inhaltsverzeichnis sogar aufgeschrieben. Naja, ich denke, das ist mit einer Rückpost. Guck mal. Das werden wir dann auch machen. Dann habe ich noch mal eine Bürostunde. Das machen wir aber natürlich gerne. Oh, guck mal, das ist ja süß. Spread. Mein Gott, wie hübsch. The Positivity. Das hat er gemalt. Spread the Positivity. Oh, das ist ja toll. Selbst gemalt. Guckt euch das mal an. Super. Soll ich näher rankommen? Das ist echt richtig schön. Nee. Dylan. Guck mal hier mit Bild. Ja. Oh. Kann alles von auswendig und ich liebe sie. Ich freue mich, dass der Sponsor wieder gestorben ist. Ja, der Steven Hildenberg leider. Aber Sponsor hat immer einen Platz in meinem Leben. Oh, wie schön. Das ist schön gesagt. Meine Lieblingsjahre ist es immer noch meine Mutter. Ein bisschen genervt hier, glaube ich. Alles gut, ich bin Fan, ich hätte gerne noch ein Autogramm. Das machen wir natürlich. Ganz liebe Grüße zurück an Dylan, sage ich einfach mal. Das steht ja so, nicht so ausgesprochen, wie also man nicht schreibt. Also nicht Dylan, sondern Dylan dann. Okay, haben wir gelernt jetzt. Ganz herzliche Grüße zurück und Autogramm kommt. Und vielen, vielen Dank auch noch für das tolle Bild. Ja, kommt auch in die Sammlung. Ist mit ganz viel Liebe gemalt. Ja, ach, wunderbar. So schön. Komm, Santi, damit du beschäftigt bist. Also, oh, noch ein Brief. Ich glaube, das kommt vom Finanzamt. Das sieht so förmlich aus. Ja. Aber da ist schon... Nein, hat ja wieder jemand was gemacht. Guckt euch das mal an. Nein. Oh mein Gott, das ist ja unfassbar süß. Das ist ja unglaublich. Auch wieder selbst gemacht, siehst du? Oh. Ah. Die hatten sich ein Brett vor den Kopf genagelt. Ja. Siehste. Hallo, lieber Ronny, von dir ist das hier. Lieber Santiago, ich schicke dir ganz viele Grüße mit diesem Brief. Siehste, es ist wirklich nur eine Kleinigkeit, aber für mich hat es einen hohen ideellen Wert. Ja. In meiner Freizeit zeichne ich sehr viel. Das ist auch mit Liebe zum Detail. Das sieht man, ist auch ganz toll geworden, auf jeden Fall. Siehste. Ich habe Patrick ausgewählt, da er die bessere Hälfte von SpongeBob sein bester Freund ist. Genau. Super. Die Szene des Bildes aus dem Seepferdeflüster. Sie haben gesagt, genau, wo er sich da das Brett vor den Kopf nahm. Genau. Und dann hier ein Instagram-Name auch noch. Ja. Das ist unglaublich niedlich, wirklich. Ich freue mich sehr und wünsche mir dem ganzen Team alles Gute und bleibt gesund. Ja, vielen, vielen Dank und ganz liebe Grüße zurück an Ronny. Ja, und das kommt auch in die Sammlung. Und dann jetzt könntest du mir bitte noch mit der SpongeBob-Stimme grüßen. Na, das machen wir doch. Hallo, hallo, Ronny. Ganz große Freude über das tolle Bild und die Nachricht. Ja, alles Liebe, alles Gute und bitte weiter gucken. Und ganz große Freude in ganz Bikini Bottom. So, das war das. Das, hast du, das war dein Brief vom Finanzamt, ja? Der förmliche Brief vom Finanzamt. Ja, das war so. Das ja, wirklich, tatsächlich. Ah. Guck mal, hier steht Frau Chiutan. Die Briefe sind ja alle zu mir nach Hause gekommen. Und da habe ich mich auch ein bisschen erschrocken, tatsächlich. Aber ich war Weil du hast auch gedacht, dass das ist das Amt. Ja, ja. Und dann war ich sehr froh, als ich dann Santiago Cisma darunter gelesen habe. Ja, hat mich sehr gefreut, dass es nicht vom Finanzamt kam. Die Zahlungsaufforderung wird weitergereicht hier. Genau. So, Santi, wir haben noch ein Riesen, das ist das Riesigste, das Größte von da der... Aber auch mit der Schere noch. Ja, da, genau. Guck mal, machen wir hier diese Dinger. Ja. Hier einmal da und einmal Vorsicht. Da. Vorsicht. Dann machen wir das auf der anderen Seite auch. Jawohl. Guck mal mal. Und hier, Vorsicht. Nicht, dass ich dein Hemd ratsche. Kinder, das ist aufregend ja, hier. Ja, das ist wie Weihnachten, oder? Hey. Oh. Mensch, da ist auch ein Rahmen drin. Hier, guck mal, hier Nein. Oder können wir Ich gehe kaputt. Nein. Nein, das gibt's doch gar Kinder, nicht. Kinder, das glaubt ihr ja nicht. Das glaubt ihr ja nicht. Oh.
guck mal, dass Och, das die beiden sich mal treffen. Das ist ja mega. Das Ferkelchen, das Piglet aus dem 100 Morgenwei, aus Winnie Pooh und der freche gelbe Schwamm aus Bikini Bottom. Und hier treffen die sich. Ja, ich bin auch ganz überrascht. Du liebe Güte. Kinder, das ist ja das mega. Ist, ganz, ganz herzlichen Dank. Das muss natürlich ein... Das muss honoriert werden. Ja, von und wem ist muss das auch denn? Einen extra Platz bekommen für Santiago. Ja. Ach so. Das bin ich. Aua. Entschuldigung. Das werde ich hier. Ich wollte das so hier in deinem Hintergrund als Backstage... Von Martin ist das. Ich gucke mal hier, ob hier noch auch noch mal was steht. Ja, hier ist auch noch mal ein ganz voller, langer Brief. Ich kann das nicht lesen, Goldlader oder so, Martin. Für Santiago, hiermit lassen wir dir ein kleines Gemälde. Wieder oben. Wir sind große Fans von dir und deiner legendären Arbeit. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Sie ist eine Stimme, wird für immer die sein, die den größten Wiedererkennungswert von allen hat. Oh mein Gott, ja. Wenn es um deutsche Synchro geht, vielen, vielen Dank für jedes Mal, wenn du unsere Lieblingscharaktere in deiner Stimme singst. Auch wie süß. Unsere Kindheit wäre, die ist ohne dich nicht so gewesen, wie sie war. Süß. Da. Guck mal, hier ist er auch nochmal. Oh, ganz süß hübsch geschrieben. Gemalt. Ja. Ganz, ganz süß geschrieben und auch nochmal gemalt. Siehste? Jetzt hier unsere Fanfragen. Gab es in deiner Kindheit und, oder Jugend eine fiktive Figur, die dich stark beeinflusst hat? Zum Beispiel eine Zeichentrick- oder Comicfigur? Also da muss ich leider gestehen, ich habe mich von solchen Trickfiguren nicht beeinflussen lassen. Im Gegenteil, ich glaube, ich habe die Figuren beeinflusst. Ja. So, also das ist ja wirklich toll. Die nächste Frage hier. Gibt es eine Synchronrolle, für die du gerne vorgesprochen hättest im Rückblick? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war immer happy mit den Figuren und den tollen Rollen, die ich sprechen durfte. Es war jetzt gar nicht so, dass es irgendwie eine Rolle oder eine Figur gäbe, wo ich sagen würde, oh, die hätte ich gern gesprochen. Ich weiß, Theaterschauspieler werden oft gefragt, ah, was ist jetzt die Rolle, die du unbedingt mal spielen wolltest oder so. Gibt es aber eigentlich nicht. Ich war immer wirklich happy mit dem, was ich bekommen habe und was ich spielen durfte. Und da waren ja viele tolle und schöne Rollen dabei. Auch Rollen, die ich gesprochen habe. Ja, also wie gesagt. Hast du ja auch andere Rollen gesprochen? Na, deswegen sage ich, ich habe ja hunderte von auch Realfiguren gesprochen. Und auch nicht gerade eine gehört. Ne? Und ja auch nicht nur Comedy oder lustige Unterhaltung, sondern auch wirklich ernste und dramatische Sachen habe ich auch gesprochen. Und das ist schön, wenn man das so als Ausgleich hat zu diesen bisschen mehr leichteren Unterhaltungsfiguren. Ja? Also du hattest nie den Wunsch, mal James Bond zu sehen? Ach, überhaupt nicht. Ich hatte als Schauspieler auf der Bühne zum Beispiel auch nie den Wunsch, mal den Romeo zu spielen, den Romeo Julia, weil ich gesagt habe, da gibt es Hunderttausende von und das bin ich nicht. Da würde mich auch keiner besetzen, die Leute würden sich totlachen. Aber es gab so viele andere schöne Rollen und da hatte ich dann auch nicht so viel Konkurrenz. Ja, wie gesagt, den Romeo kannst du sicher besetzen. Da gibt es so viele tolle, junge, gut aussehende Schauspieler, die dafür prädestiniert sind. Das war ich nicht, das bin ich heute auch nicht. Aber ich denke, ich habe so meinen Platz gefunden in der Nische mit diesen bisschen ausgefallenen Rollen. Ja. Und das ist auch immer eine schöne Herausforderung und macht viel, viel, viel Spaß. Auf jeden Fall. Und vor allem ist es unverkennbar. Ne? Ja, so, siehst du, welcher Figur oder welchen Schauspieler kannst du besonders gut mit deiner Stimme imitieren? Na Mensch, das ist eine Frage. Ich bin ja kein Stimmimitator, sondern ich gebe Figuren meine Stimme. Also, ich würde jetzt nicht sagen, ich kann bestimmte Figuren, die es schon gibt, imitieren oder nachsprechen. Da gibt es andere, das ist eine extra Begabung. Ja, gibt es ja Leute, die das ganz toll können oder die auch so Dialekte nachsprechen können und alles. Das kann ich überhaupt nicht. Ich bin in erster Linie Schauspieler oder auch Synchronschauspieler und versuche bei einer realen Figur das, was der Kollege da oben gespielt hat, in einer anderen Sprache, zum Beispiel Englisch halt, wenn der Film zum Beispiel aus Amerika kommt, ins Deutsche zu übersetzen und möglichst viel zu übernehmen von dem, was er gespielt hat. Ja? Oder aber wenn es eine Trickfigur ist, dass ich die dann mit meinem Wesen und meiner Stimme lebendig mache. Aber ich bin keiner, der irgendwas imitieren soll. Sorry. So, kannst du uns mal bitte das hier als Wolfsburg vorlesen?
Ja, moin, man kennt ihn. So, das war's. Wir wünschen dir gleich viel Gesundheit. Danke für alles. Lieben Grüße von Julia und Martin. Ja. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank und viele liebe Grüße zurück. Und das kriegt natürlich einen Ehrenplatz. Jawohl. Also, wirklich mega. Und das cool. Kommt in die Sammlung. Vielen Dank. Das kommt zu dem Bild dazu. Ja. Ganz, ganz, ganz toll. Großartig. So, Santi, jetzt ist wieder mal ein kleinerer Brief. Jo, dran. Jetzt geht hier eine Post. Von einem Nuska Haschan aus Bielefeld. Nuska oder Nusta? Nee, es soll ein C sein. Soll CL sein, ja? Das ist ein C. Oder ein D? Nusta? Nee, das ist ein C. Also ich denke, Hassan wird das. Oder Hassan Nuska. Ja, ich glaube, der Nachname steht zuerst und das ist Hassan, glaube ich. Aus Bielefeld. Wie auch immer. Auf jeden Fall, wir sehen mal. Ich könnte die anderen Briefe ja schon für dich öffnen. Was hältst du denn davon? Ja, das würde die ganze Sache etwas beschleunigen. So. Siehste, also lieber Burgerbrater von Dieter Mutter. Ich würde mich sehr auf ein Fan-Treffen in Bielefeld freuen. Ich gebe das mal weiter an unseren Fanclub und an die Betreuer und Manager hier. Ja, ja. Wir mal gucken. Blablabla. Ach, guck mal doch. Das bin ich nicht gar. Ah, okay. Das war, habe ich doch richtig. Du hast natürlich recht gehabt. Aus Bielefeld. 11 Jahre alt. Nusta. Also ein D. Ich lese hier ein D. Nusta? Ja, Entschuldigung, ist das falls wir den Namen falsch aussprechen. Das ist manchmal ein bisschen schwer zu lesen. Ja, also man kann auch nicht mehr so gut gucken. Also, lieber Nusta, dann sage ich das so. Die Serie und die Filme, siehst du das Freundschaft, haben mir Freude zubereitet. Sehr schön. Hat mir gezeigt, wie wichtig Freundschaft im Leben sein kann. Genau, das ist das Allerwichtigste. Ja. Wäre die Serie nur halb so schön. Dankeschön. Das ist ja mal ein Kompliment. Das ist ja wirklich super. Ich kann die SpongeBob-Stimme grüßen. Guck mal, Nuschta wird er ausgesprochen. Aha, Nuschta. Jetzt haben wir jetzt was. Haben wir's. Wieder jetzt was gelernt. Am Anfang schreiben sollen. Hallo, Nuschta, hier ist der SpongeBob. Mit ganz, ganz lieben Grüßen von mir. Und natürlich auch von allen anderen aus Bikini Bottom. Ganz liebe Grüße, bleib gesund und vielen Dank. Okay, ganz dickes Dankeschön und ganz, ganz liebe Grüße zurück nach Bielefeld erstmal. Siehst du, und dann bei Instagram. Aha, bei Instagram ist er auch, beziehungsweise der Bruder. Aber ich habe den Film nie gesehen. Auf Netflix, ja. Mit der Synchron. Yeah. Wow, sehr aufmerksam. Mit vielen Grüßen, ihr bester Fan. Also nochmal ganz herzliches Dankeschön und wir gehen das mal weiter mit den Fan-Treffen. Vielleicht lässt es sich einfach. Und guck mal hier. Von Nuschta. Nuschta. Ja. Oh, das ist ja süß. Guck mal. Ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und das kommt natürlich in die Sammlung. Vielen Dank, lieber Nuschta. Ganz so, süß. Und nochmal schöne Grüße nach Bielefeld. Okay. Danke, Nuschta. So, noch ein Brief. Und dann darfst du wieder ein Päckchen öffnen. Und jetzt einfach gucken. Ich weiß, das aber hier. Na, das hat sie ist aber. Das Timo oder? Timo aus. Wein. Was? Was ist das? Na, das. Ja. Das kann ich nicht lesen. Nee, hast du verschnippelt. Ich habe mich kaputt gemacht. Ja, siehst du, warte. Timo. Kaputt gemacht. Lieber Timo, aber wir gucken mal, vielleicht ist ja. Hier aus. Auch nochmal. Och, das ist ja auch was ganz Tolles. Das kann ich selbst gemacht. Weit Ströthalm? Vielleicht kann das so heißen. Oh, Weit Ströthalm. Ich kann alles laut gelesen werden. Lisa, hallo, lieber Marcel und Santiago. Danke für die Autogrammkarten. Ah, die sind angekommen. Ne? Und die deutsche Synchronstimme ist. Ist besser als die englische. So. Dankeschön. Na, das wow, ist doch mal ein Kompliment. Das geht ja runter. Und danke für die tollen Folgen von zwischen vom Insta. Achso, liebe Grüße. Timo. Das ist die Insta-Adresse. Siehst du, und hier, ich habe für die SpongeBob gemalt und habe es zumindest mit Bleistift. Also, ich hoffe, du kannst es lesen. Jetzt gucken wir mal hier nochmal. Oh, ja. So. Och, das ist ja goldig. Ach, guck mal, das ist aber auch schön.
Ich sehe gelb, ich sehe gelb. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, und ganz liebe Grüße auch zurück. Das kommt auch in meine Sammlung. Nach Weinströtheim. Ich hoffe, das ist Weinströtheim 97299. Aha, dann weiß ja, wer gemeint Timo. Ist. Timo. Ganz lieben Dank und viele so liebe Grüße. Okay. Juhu. Affection. Affection. Hier haben wir auch noch was. Erbeckel. So. Okay. Hier haben wir was von Alicia Katzke aus Gottes Leben. Oh Gott, 06466. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier ein bisschen. Ach so. Achtung, Finger weg. Ah. Jawohl. Also wir wünschen uns dann fürs nächste Mal so einen Öffner, so ein Kappermesser oder so. Einen magischen Öffner, ja, der macht so. Geht alles auf. Oh, Kinder, guck mal erstmal hier. Oh. Das schöne Küchentuch hier. Mit kannst den du noch benutzen? Elefantis, das ist ja schon mal lustig. Ja, sehr schön, bitte aufheben, das kann man noch gebrauchen. Nein, guck doch mal, ich sehe schon, was hier drin ist. Da ist er. So. Tada! Lieber Santiago Cismes, mein Name ist Alicia. Ich komme aus Gottesleben. Das ist in Sachsen-Anhalt. Ah, wieder was gelernt. Ich bin ein großer Fan von SpongeBob, ist nämlich meine absolute Lieblingsserie. Na bitte, das Lieben, was ich sie seit ein paar Monaten kenne, macht doch nichts durch Kali-Musik. Aha, und die Song Runden, genau. Ich habe das Lied runtergeladen. Ich glaube, der Song hat mich so berührt. Oh. Ach, das ist aber schön. Ganz tolle Sache. Oh. Der Song mit dem Kali, den wir aufgenommen haben. Da unten. Da sind auch ein paar Tränen gepurzelt. Ja, das glaube ich. Ganz, ganz toller Text, den er da gemacht hat. Ganz großartig. Der Song sagt dir einfach aus, wie es gerade bei unserer Gesellschaft steht. Jawohl, Rassismus ist einfach nur Scheiße. Und Mobbing ebenfalls. Genau. Können wir nur unterschreiben. Siehste? Sind einfach ein großes Vorbild für mich. Sie sind einfach der Beste. Tschüss, bleibt gesund. Vielen, vielen lieben Dank. Mensch, das ist ja toll. Meine Geschenke gefallen. Das ist ja unheimlich, Mensch. Das ist ja großartig. Ganz, ganz lieben ist Dank. Ich sehe ja nicht, was ich da habe. Hier ist ja noch mehr was. Drin. Och, mein Gott, dieses Pferdchen ist da. Und jetzt guckt man mal. Dann nochmal. Guck mal. Gary ist auch dabei. Oh guck mein mal. Gott, wie süß. Ist das niedlich? Nein, und hier auch noch Kinder. Das ist ja verrückt. Das ist ja wirklich verrückt. Einmal Plankton und einmal mein lieber Freund Patrick. Also das ist ja großartig. Das ist ganz, aber auch ganz, ganz süß gemalt. Liebe Alicia. Ganz, ganz toll. Und viele liebe Grüße zurück. Ja, oh, wie niedlich. Kommt in die Sammlung, auf jeden Fall. Alles wieder hier reingepackt. Eine ganz tolle und gelungene Überraschung. Ja. Freue mich riesig, ihr Kinder. So niedlich. Mensch, das ist ja wie Weihnachten und Geburtstag. Ja, ja, das stimmt. Oh. So, ihr Lieben. Wir müssen jetzt leider eine kleine Pause machen. Ach, ganz schön anstrengend. Trotz der Freude, die ihr uns natürlich gemacht habt. Aber ich würde sagen, wir sehen uns wieder zum zweiten Teil. Und da packen wir dann den Rest aus. Ja, also nochmal ganz liebe Grüße. Vielen, vielen lieben Dank. Und ganz, ganz große Freude. Und wir sehen und hören uns. Ciao, ciao. Tschüss. Bis später. Ja, das war's wieder mal mit diesem tollen Video. Hier ist das letzte Video. Und hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Dann also bis zum nächsten Mal. Viel Spaß!